Howdy, willkommen zurück zu Grim Fandango. Ja, wir suchen einen Anwalt, das haben wir ja schon gesagt, für unseren super geilen Bienenkumpadre. Und wir müssen irgendwie noch gucken, dass wir auf das komische Schiff kommen. Aber das kriegen wir doch wohl locker hin. Das sieht gut aus. Oh! Tut mir leid, Monsieur, aber... Hier ist mein Pass, Jean-Claude. Und jetzt mach die Klappe zu und fahr los. Oui, Monsieur. Eigentlich heiße ich Raoul. Das interessiert mich nicht. Oha. Sieht gut aus. Gehen wir mal erstmal in die Küche. Was ist hier so los? Sieht aus wie Dosen mit, nun ja, Dosenfleisch. Ich hoffe, dass die hier nicht die alten Rennkatzen entsorgen. Oh doch. Ich brauche kein Katzenfleisch. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine große Pipette. Her damit. Das ist jetzt meine große Pipette. Kann man sich das Fass hier angucken? Ich habe den Verdacht, dass da der Wein rauskommt. Das hebe ich nicht auf. Dann hau rein. Was machen Sie da? Ich wollte etwas Wein. Sehen Sie nur, was für ein Chaos Sie da angerichtet haben. Raus ihr! Hey, und was ist mit meinem Vino? Keine Selbstbedienung. Sie müssen warten, bis ich zu Ihnen komme. Dann gehen wir mal wieder rein. Kenn ich ja nix, ne? Moin! Aufwachen! Hey, ich versuche hier etwas zu schlafen. Tut mir leid, lass dich nicht stören. Bin gleich wieder weg. Wohin? Zum Fahrstuhl. Das bezweifle ich. Kann ich nicht runter in den Keller? Das ist ein Weinkeller. Der Wein kommt darunter. Du nicht. Abwärts? Möglich. Später. Könntest du mich jetzt runterbringen? Oh, ganz sicher könnte ich sie runterbringen. Ein Schlag und sie wären unten. Aber ich darf keine Gäste mehr hauen. Mit dem Fahrstuhl. Ich möchte im Fahrstuhl runter. Im Fahrstuhl? Das ist wahr. Da drin sieht's keiner, wenn ich sie verdresche. Aber Ärger kriege ich trotzdem. Warum darfst du keine Gäste mehr schlagen? Eben, das macht doch keinen Sinn, oder? Mach einfach nur die Fahrstuhltür auf. Dann würde man doch sehen, wie wir uns prügeln. Ich will mich nicht schlagen. Ich will nur den Fahrstuhl benutzen. Feigling. Wie wär's mit Bestechung? Schauen Sie mich an. Was wollen Sie einem bieten, der schon alles hat? Hey, lass uns den Kellner verprügeln. Keine schlechte Idee, aber er ist neu. Gib ihm eine Chance. Okay, Nacht. Können wir denn hier zumindest... Hey! Ich versuche hier etwas zu schlafen. Okay, Nacht. Na gut, dann machen wir das eben nicht. Hey, Kellnerino! Na, wieder viel zu tun? Na, wieder viel zu tun? Irgendwie mag ich den Typen nicht. Uiuiui, da ist doch der Staranwalt, der Herzensbrecher. Was ist das hier? Bubikatze? Wer braucht schon eine riesige Katzenstatue aus 24 Karat Gold? Ah, abgesehen davon, wer braucht schon Katzen? Braves Kätzchen! Oh jo. Junge, dieser Nick kommt echt in der Weltgeschichte rum. Hallo, Herr Nick. Nick Virago, seit wann arbeitest du in der High Roller Lounge? Ich hätte erwartet, dass Maximinus Privatanwalt eine eigene Kanzlei hat. Habe ich auch. Aber da serviert mir keiner die Drinks. Hast du da etwas Lippenstift, Loverboy? Den habe ich schon beseitigt. Und dasselbe könnte ich jederzeit mit dir machen, Calavera. Aha. Aha. Also ich an deiner Stelle würde die Klappe halten. Gut, wie kriegen wir jetzt das Etui mit? Nick, ich brauche einen Anwalt. Bist du in Schwierigkeiten geraten, Calavera? Nein, wir brauchen nur jemanden, den wir im Hotelpool ersäufen können. Sehr witzig. Und damit ist das Gespräch wieder zu Ende. Hey, Nick,
Heute schon betrogen, Nick? Ne. Na, mit den Kätzchen alles schön legal? Ja, sie halten sich ausgesprochen sauber. Okay. Wer ist dein Favorit im vierten Rennen? Also, da ist diese weißpfotige Mieze in Box 2. Die könnte schnell sein. Allerdings hat sie eine leichte Augenentzündung. Aber du denkst, sie kann es trotzdem schaffen, stimmt's? Nein. Das Triefauge wird verlieren. Aber man weiß ja nie. Und dann mache ich ein Vermögen. Ich muss es einfach mal sagen. Ich hasse Katzen. Ich auch. Aber sie halten den Laden hier in Schwung. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Was ist denn nun schon wieder, Calavera? Ein Freund von mir sitzt im Knast. Brauchst du einen einfachen Anwalt oder einen Star-Anwalt? Einen Star-Anwalt. Irgendeinen Star-Anwalt oder den Besten? Der Allerbeste ist gerade gut genug für mich. Und wer, Calavera, meinst du, ist das wohl? Wer, würdest du sagen, ist der beste Rechtsanwalt im ganzen Reich der Toten? Nun, der beste Rechtsanwalt wäre wahrscheinlich ein toter Anwalt. Nun, der beste Anwalt wäre wahrscheinlich ein toter Anwalt. Nun, dann kommt ja nur noch jeder hier im Totenreich in Frage. Komm wieder, wenn du wirklich weißt, was du willst. Ach, und ganz nebenbei, Manny, Witze über Anwälte sind nicht komisch. Doch, die sind total gut. Also, sie bekommen Hunger und das Hühnchen sagt... Ich habe eine Waffe, Manuel. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Was ist denn nun schon wieder, Calavera? Irgendjemand behauptet, dass meine Roulette-Tische manipuliert sind. Aber deine Roulette-Tische sind doch auch manipuliert, oder? Sicher. Deswegen brauche ich auch einen Anwalt. Ich frage dich nochmal, brauchst du einen einfachen Anwalt oder einen Star-Anwalt? Einen Star-Anwalt. Irgendeinen Star-Anwalt oder den Besten? Der Allerbeste. Der Allerbeste ist gerade gut genug für mich. Und wer, Calavera, meinst du, ist das wohl? Wer, würdest du sagen, ist der beste Rechtsanwalt im ganzen Reich der Toten? Das bist du, Nick. Exakt. Und genau deswegen arbeite ich gegen fürstliche Bezahlung, exklusiv für Maximino. Also, es tut mir leid, aber ich mache keine Gelegenheitsarbeiten. Heute schon betrogen, Nick? Ne. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Tja, mein Terminkalender ist voll. Was machst du jetzt? Ich könnte dich mit einer Waffe dazu zwingen. Falls jemand außer uns in dieser Stadt Waffen hätte, dann wüssten wir das. Okay. Ich könnte dir mehr zahlen als er. Manny, schau dich um. Maximino könnte deinen Club kaufen und als Abstellkammer benutzen. Ich frage Max, ob ich dich ausborgen kann. Er teilt seinen Rechtsbeistand genauso ungern wie seine Freundin. Also, vergiss es. Ich könnte Max von dir und Olivia erzählen. So eine Behauptung könnte einen Mann wie Max ein wenig in Rage bringen. Besonders, wenn der Verräter keinen Beweis hat. Max und ich sind Freunde. Er wird mir glauben. Die Leute glauben, was sie glauben wollen, Calavera. Und ich will glauben, dass du klug genug bist, keine dummen Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich muss mal kurz mit Max sprechen. Und ich hoffe, wenn ich zurückkomme, bist du weg. Denn dein Anblick macht mich krank. Ja, genau. Mach dich mal ein bisschen vom Acker hier. La 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 la. Oh Mann, das gibt garantiert Ärger. Schau's dir mal an. Da fällt mir ein, ich muss noch meine Steuererklärung machen. Dankeschön. Er guckt sich da irgendwas an, aber ich kann nicht damit interagieren. Da fällt mir ein, ich muss noch meine Steuererklärung machen. Schade, 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 schade. Okay. Dann schauen wir uns das hier mal an. Das ist Viragos Zigarettenetui. Aber da ist doch ein Schlüssel drin, Manny. Mach das auf. Das ist Viragos Zigarettenetui. Ah, na gut, dann nicht. Dann nicht. Okay, können wir hier irgendwo lang? Oh, guck mal, hier ist sogar ein Pfeil. Ach, extra nur für mich. Leute, ich finde sie aber sehr, sehr ungemütlich. Deswegen hauen wir mal lieber ab. Hallo. So schnell geht das. Und nach oben.
mal wieder hier rauf. Na, gute Frau, haben Sie mich vermisst? Hi. Warum kommst du nicht mehr in den Club? Nun, um die Wahrheit zu sagen, dein Garderobenmäuschen ist der Grund. Sie ist immer so aufgekratzt, dass ich sie erwürgen könnte. Das nützt auch nichts. Ich hab's schon versucht. Na, ist es schon Zeit für deine Pause? Ich sagte doch schon, erst bei Dämmerung. Hm. Ziemlich romantisch. Findest du nicht? So, Leute. Und jetzt gehen wir mal ein wenig auf Leibesvisitation. Also, das Beste, was man vor einem Flug machen kann, ist immer sich den Schädel wegzusaufen und... Naja, vielleicht ein Schlückchen. Hau rein! Ja, genau, mit der flachen Hand! Alles weg! Und los geht's! Oh, das wird schön. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Sicher, dass du nicht doch irgendwas versteckt hast? Nichts, was das Ding da auslösen könnte. Dann fürchte ich, Sir, müssen Sie leider mit mir nach hinten gehen. Mhm. Vorschrift ist Vorschrift. Naja, und da mein Vater beim Militär war, sind wir oft umgezogen. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Stadt, in die wir zogen, als ich 10 war. Oh, ehrlich? Ja, das Einzige, was es in der Ecke gab, waren Feigen. Feigenbäume, wohin man schaute. Überall. Sonst nichts. Ich habe mir ja nie was aus Feigen gemacht. Ich fand Datteln immer schon besser. Oder Pflaumen. Sind Pflaumen nicht einfach großartig? Ich persönlich liebe Feigen. Sie haben so eine schöne Farbe und so schrumpelig wie das Datteln. Gesicht von Oma Hedwig. Oh, die war arme nie Oma ein großer Hedwig. Fan davon. Sie war unglaublich vergesslich. Hedwig, das ist ja mal ein interessanter Name. Ich weiß noch, als ich 6 Jahre alt war. War nie ein großer Fan davon. Oder war ich schon 7? Nein, 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 du warst nein. Wahrscheinlich ich muss 6 gewesen sein, denn Mr. Rufus lebte noch. Ach, das war ein lieber Hund, mein Mr. Witzig, Rufus. Witzig, so heißt mein Buchmacher. Er war so süß. Und es war uns ganz egal, dass er taub war. Er war stocktaub. Was? Aber er versuchte trotzdem zu bellen. Aber es hörte sich an wie eine Katze, die ein Haarknäuel auswirkt. Ja, ja, tapferes Tier. Meiner war ähnlich. Er... Was unser Kater sehr oft tat, denn der hatte wirklich langes Fell. Ich mag Langhaarkatzen. Ich hatte nicht auch mal einen Haarknäuel. Sie sind so... Ich mag Kurzhaarkatzen. Sie wirken weniger hochnäsig. Wusstest aber du, weißt dass du, was ich mag? Metalldetektor. Ist das zu fassen? Bist du nur zurückgekommen, um dir meinen Metalldetektor zu leihen? Ja. Ja. Was hast du denn bloß mit dem Ding? Mir reicht's, Manny. Wenn das alles ist, was du willst, dann kannst du dich mit den Katzen darum prügeln. Wieso wollen Männer immer nur das eine? Nur du nicht. Die einzige Frau, die dich interessiert, ist dieses Weibsstück Kolomar. Und die pfeift auf dich. Ich weiß nicht, was sie mit dir gemacht hat. Aber ich will's auch gar nicht mehr wissen. Carla. Oh, ja. Uiuiui. Ja, so ist das eben, wenn Frauen einen voll, ne? Ist das. Du hast hier nicht zufällig noch einen zweiten Metalldetektor, oder? Uiuiui, ja, wie kann man sie denn mal ein bisschen beschwichtigen? Wie wär's mit was zu rauchen? Ja, das ist doch immer schön. Oder ich kann nicht wegsensen, ist auch cool. Hier, bitteschön, Carla. Was ist das? Zigaretten. Wonach sieht es denn aus? Versuch nicht, dich einzuschmeicheln, Manny. Es ist zu spät. Oh. Was? Das ist eine neue Puderdose für Make-up. Manny, ich verwende kein Make-up. Das weißt du doch. Und ich behaupte auch nicht, dass du es nötig hast. Gut. Okay. Was? Es ist eine Kleinigkeit, die ich extra für dich gekauft habe. Versuch nicht, dich einzuschmeicheln, Manny. Es ist zu spät. Och, Tante. Was? Weißt nicht. Ich hab's unter deinem Tisch gefunden. Unbeaufsichtigt? Nein, es war so ein nervöser Typ mit irrem Blick, der hat es da abgestellt. Oh mein Gott, her damit! Es ist eine Bombe! Wieder hat Sicherheitsoffizier Carla einen sinnlosen terroristischen Akt vereitelt. Wow! Sie wurde von unseren Sprengsätzen komplett zerstört. Daher kann ich leider nicht sagen, welche Art Bombe es war. Aber hier ist etwas.
Ein Schlüssel. Ich bringe ihn besser Polizeichef Bogen. Genau. Du kannst ihn mit deinem Metalldetektor analysieren. Leute, so macht das ein wahrer Gentleman. Was wollte Nick mit diesem Schlüssel? Ich könnte mir vorstellen, dass es der Schlüssel ist, den wir an der Garderobe gefunden haben, beziehungsweise den unsere nette Bedienung, die ein wenig durch den Wind ist, da gefunden hat. Jut, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal... Wo war das? Hier unten? Ja, und dann rechts. Und nach draußen. Dies ist das Loch, durch das Carlas Metalldetektor gefallen ist. Oh nein. Ja, der ist jetzt in der Katzenscheiße. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Da gehe ich nicht rein. Nein. Okay. Dann schauen wir mal, was so ein bisschen auf Metall reagiert. Okay. Aha. Ja! Perfekt. Einfacher geht's doch gar nicht. Gut, dass wir die Sense immer dabei haben. Stinkt etwas, aber es könnte schlimmer sein. Ich denke, er reagiert nur auf die Klinge. Ich hätte auch gerne einen Metalldetektor. Ich weiß nicht, was ich damit machen würde, aber ich hätte ihn gerne. Gut. Dann schauen wir uns nochmal weiter um. Zum Katzenrennen können wir leider noch nicht, aber... Was würde denn passieren, wenn wir zum Beispiel jetzt unserem Kollegen von der Dienstaufsichtsbehörde den Schlüssel geben? Ja, es ist ein weiter Weg, aber den werden wir heute noch machen. Uiuiui. Dahin. Und dann nach oben, dann das Dings rauf und. Uiuiui. Da waren die Wege bei der DOD ein bisschen kürzer. Aber... Irgendwie war es auch nicht so stilvoll. Ich weiß nicht warum. Ui! Hallo! Ich bin's! Ein toter Mann. Ach, die Knochenschleuder. Die Knochenschleuder. Und jetzt geht's hier nach oben. Immer diese Wege. Bei anderen Adventures, zum Beispiel Toonstruck damals, war, wenn du einmal den Weg gegangen bist, dann musstest du nur doppelklicken und dann warst du schon da. Okay. Moin, gute Frau. Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Nene. Kann ich ihr den Schlüssel zeigen? Ja. Hey, Loop. Loop? Hey, das ist bestimmt der Schlüssel aus Lolas Nachricht. Cool. Den habe ich gesucht. Hey, Glottis. Hast du noch ein anderes Lied drauf? Haben wir das schon mal gesagt? Ja. Bis später. Ende. Ach, Glottis. Dich mag ich. Ich weiß nicht warum. Er ist einfach so ein kernsympathischer Typ. Ach ne, hier runter und dann hier hinter der Bar lang. Da muss man sich auch erstmal zurechtfinden, Freunde. Okay, Camerino. Nee? Ja. Bitteschön. Ich möchte Bogen den gar nicht geben. Ja. Um Himmels Willen. Das habe ich doch nur gesagt, um Carla auszutricksen. Und ich bin auch noch so gutgläubig. Naja. Also Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.